Wir kommen heute zur nächsten Wochenzusammenfassung von den verschiedenen Clicker, Idle und Incremental Games. So, das vorletzte in der Runde heute ist Transport Defender. Bei Transport Defender gibt es heute ein bisschen mehr zu tun. Zum einen seht ihr, ich habe einiges an Cargo im Moment auflaufen lassen und heute steht endlich der Sentinel Reset an. Vorher muss ich natürlich noch die Kohle loswerden und ja, das Weapon Parts und so weiter, das läuft von alleine. Hier ist auf jeden Fall schon mal die erste Änderung. Die Upgrade Delivery kostet jetzt nur noch 60 MP. Das heißt, sie ist jetzt endlich möglich, weil das war ja vorher so die Schwierigkeit, dass das 80 gekostet hat. Und ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, wie ich das tatsächlich anheben kann. Das hat sich jetzt soweit erledigt. Ich habe auch schon mal den ersten einmal so einen Durchlauf gemacht. Und hier gibt es jetzt auch noch mehr Item, also mehr Platz für mehr Items. Das heißt, auch da gibt es ja Möglichkeiten, jetzt mehr Items reinzupacken und entsprechend von den Boni zu profitieren. Deswegen habe ich jetzt auch die Frequenz erhöht. Das heißt, ich werde jetzt jede 15 Mission jeweils eine Item-Delivery-Mission machen, in der Hoffnung, dass ich dann dort ein weiteres Item finde. Zum einen, um natürlich hier dann die Upgrade zu starten. Ich glaube, hier stand auch vorher, dass man 5 davon braucht. Jetzt braucht man nur noch 4. Und ein Teil der Weapon Points wird dann auch zurückerstattet. Das wäre natürlich auch hilfreich. Ist die Frage, ob das nur pauschal passiert oder ob das dann pro Level auch passiert. Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht so wichtig. Hier bin ich einfach weiter dabei. Okay, jetzt habe ich schon wieder 10.000 Weapon Points eingesammelt. Das heißt, hier werde ich natürlich dann den Ammo-Generator weiter nach oben bringen, das Epic-Item. Und natürlich auch meine Traktor-Beams. So, mal gucken. 53. Bei denen ist es jetzt, gibt es inzwischen eine Beschränkung. Das heißt, sie können maximal bis Level 200 wohl aufgewertet werden. Da bin ich natürlich auch noch ziemlich weit entfernt. Das ist hier erstmal noch auch weitere DPS-Boni. Und mal gucken, das hier ist auch ein Damage-Boni. Weapon-Upgrade-Preis. Kann ich denen mal noch eins mitgeben. So. Ja, also was ich inzwischen ziemlich häufig benutzt habe, ist das Quacking Timer Protokoll. Allerdings mit ein bisschen Feintuning, nachdem ich angefangen hatte, dann hier den Starting Sektor tatsächlich noch weiter zu pushen, weil der immer ziemlich ohne Probleme das Ganze durchgelaufen ist, habe ich dann festgestellt, okay, jetzt hat er dann doch irgendwann nicht mehr innerhalb der Zeit, die ich normal verwendet habe, geschafft, das Spiel zu resetten. So, da es jetzt ich gleich resetten will, kann ich das schon mal aktivieren, weil wenn ich den Auto-Timer für den Reset benutze, bekomme ich noch ein bisschen mehr Cargo-Bonus. Und normal wird dann auch in Kürze hier unten angezeigt, wann der nächste Timer-Reset wäre. Im Moment ist er eingestellt auf 40 Minuten. Und das hat dann normal auch ganz gut gereicht, um hier den zumindest den Sektor-Bonus aufs Maximum zu bringen. Das heißt 5000 Prozent Bonus. Aber jetzt heißt es erstmal wieder Kohle auf den Kopf hauen. Das heißt, ich hole mir jetzt noch die Kohle aus dem Cargo-Link zurück und werde mal gucken, was ich hier jetzt noch an Features aktivieren kann und welche Boni die hier haben. So wie beim letzten Mal, dass ich einfach hier dann noch weitere Sachen freischalte. Also Mausbreaker ist ja eh schon am Maximum, da kann ich eh nichts mehr machen. Destroyer und so weiter, Weapon Levels, das sind alles Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Color Crystals ist noch eine Option, wo ich durch Einkaufen was machen kann. Die Transfers kann ich auch nicht beeinflussen. Unlock Features, da kann ich natürlich auch noch ein bisschen was ausgeben. Mal gucken, wie weit ich da gehe. Die Reassemblies ist natürlich schade, dass es so knapp davor steht. Da gab es übrigens eine neue Waffe, den Christmasbaum. Ja, weswegen der dann dort die Reassemblies wahrscheinlich auch weiter erhöht hat. Keine Ahnung, ob das dann direkt angepasst worden ist. Auf jeden Fall gibt es da jetzt weitere Stufen. So, der UPS-Mann, Cargo Spend ist auch schon auf Maximum. Mit 5 hoch 11 ist das abgeschlossen gewesen. So, Cargo Spend on Riegelholz, das ist eigentlich das Interessanteste. El Cargo, das heißt, da werde ich schauen, dass ich dort noch ein bisschen Kohle versenken kann. Um hier noch ein paar Faktoren, wobei allzu viele müssen es nicht sein, weil so hoch wird der Faktor jetzt am Ende nicht sein, aber dazu brauche ich erstmal MKs, muss ich erstmal ein paar MK-Upgrades kaufen. Mal gucken, ob ich hier den 1,3 hoch 5 aktivieren kann. Also MK-Upgrades, 100.000,
Okay, gleich den nächsten. 100.000. Gehen wir mal ein bisschen runter. So, 60 brauche ich jetzt. So, 162. So, jetzt bräuchte ich nochmal 100.000. Also mehrfach 100.000. So, hoch 14 wird es auf jeden Fall nicht werden. Aber 1 hoch 9, das sollte auf jeden Fall noch klappen dann. 8 hoch 11. So. Ja, 1 hoch 12 und danach, das wird dann nicht mehr ausreichen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall genug MKs gekauft. Das heißt, eine Stufe, denke ich mal, werde ich dann beim nächsten Sentinel-Reset noch machen und dann jetzt natürlich Geld ausgeben bei MK-Rerolls. So, 1,27 kann ich jetzt dort ausgeben. Das passt schon mal ganz gut zu den Zahlen, die ich hier benutzen soll. Und jetzt natürlich nur bis 5,37. Damit ist dann, ja, damit habe ich jetzt El Cargo einen Zweier-Multiplikator aktiviert. Das hat dann soweit schon mal ganz gut gepasst. So, Sentinel-Level, das werde ich nachher aktivieren, weil das werde ich ja dann kaufen, weil ich will ja bis Sentinel-Level 5 kommen. Epic-Items habe ich inzwischen ja ein weiteres bekommen, aber da kann ich nicht allzu viel machen. So, das heißt, die MK-Upgrades kann ich diesmal nicht weitermachen. Jetzt kann ich mal schauen, ob ich noch genug Diamanten kaufen kann, also von den Farben, von den Color Crystals, wie viel ich davon brauche. So, eine Million kann ich hier direkt kaufen für 5 hoch 12. Gucken wir mal, wie weit ich damit komme. Okay, 1,3 sollten dann ausreichen. Dann kaufen wir jetzt mal 100.000er Schritte. Dann wäre das nächste abgeschlossen und jetzt bräuchte ich noch eine weitere 1,3 Millionen. Das könnte sogar aufgehen. Aber ich werde es an der Stelle mal jetzt noch nicht machen, sondern ich werde jetzt das Restliche noch hier für die Unlock Features benutzen. Einfach um da noch den Bonus anzuheben. Mal gucken, Unlock Features sind wir jetzt bei 2,46. Und mal schauen, wie viele Stufen ich da jetzt noch aktivieren kann. Weil da kann ich ja noch einiges kaufen und kann mir da einen Damage-Multiplikator hochpushen. Weil es ja alle ein bis zwei Level, oder fast jedes Level, ja, jedenfalls einen weiteren Bonus gibt. Das bringt mir wahrscheinlich mehr als der eine Multiplikator noch bei dem anderen. So, und dann sind wir damit auch durch. Ja, natürlich will ich jetzt die restlichen Cargo-Dinger noch ausgeben. Das werde ich dann gleich hier machen. Was hier auf jeden Fall noch schön dazugekommen ist, ist, ich kann hier jetzt so in ein Freitextfeld suchen und kann hier zum Beispiel nach Wave suchen und sagen, okay, welche gibt es alle mit Wave, wenn ich da irgendwas machen will. Und jetzt schaue ich mir die ausgeblendet wieder an, weil ein wichtiges Upgrade, was ich hier aktivieren möchte, hier im Sentinel-Protokoll, ist das Waves per Sektor. Und aktuell bin ich nämlich nur noch bei 4 Waves pro Sektor. Das heißt, es ist nochmal um ein Viertel, ja, weniger, was ich dann tatsächlich pro Wave benötige. Weil ihr seht hier 3 weniger und hier auch nochmal 2 und 3 weniger gewesen. Das heißt, die sind relativ schnell gekommen. 5 weniger, dann hatte man nur noch 10. Dann hier in etwas größeren Abständen die beiden. Und ja, jetzt dann von 15 auf 3 Waves zu verringern. Aber eben, wie gesagt, jetzt erstmal noch, inzwischen gibt es wieder 360 oder inzwischen gibt es 360 Features, von denen ich jetzt mit dem gerade gekauften noch bis 2,76 gekommen wäre. Aber die benutze ich ja jetzt nicht mehr. Und jetzt dann hier, also die Max brauche ich nicht, sondern ich will ja jetzt hier noch die restliche Kohle auf den Kopf hauen. Und ich muss mal schauen, kann ich hier eigentlich einstellen, dass er das Maximale kauft oder dass er Fragmente kauft? Weil ansonsten muss ich natürlich manuell ein bisschen runtergehen. Okay, die haben ein Preisformular von 3 mal Level. Da wäre natürlich, achso, die anderen habe ich wahrscheinlich schon gemaxt. Gut, dann machen wir es halt einfach so dicht wie möglich. So, 200.000, gehen wir halt langsam runter und kaufen halt den Rest dann zu. Das sollte jetzt auch kein so großes Problem sein, sozusagen die restliche Kohle auf den Kopf zu hauen. Und ansonsten,
Also ich bin jetzt bei 89 Sentinel Points und 2 hoch 11 zu diesem bisschen da. Das ist dann eh nicht mehr erheblich. Sozusagen bis auf das letzte Cargo irgendwie das Zeug auszugeben. Ach stimmt, ich bekomme jetzt ständig wieder neue rein, weil ich natürlich über die Sektoren auch immer wieder welche reinbekomme. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich hier immer nachzuhaken. Sondern wir stürzen uns jetzt auf den Sentinel Reset. Immerhin habe ich jetzt 89 Sentinel Points eingesammelt. Und ja, machen wir es einfach. Jawohl. Alles resetten und einmal von vorne starten. Ja. Also, hier jetzt 9 dafür, dann 16 und eben 24 für Level 5. Aber damit sind jetzt zumindest alle Features freigeschaltet. Und wie gesagt, das Primer-Schaefer-Protokoll war das Primäre, um das es mir ging. Damit kann ich jetzt hier natürlich kein weiteres Upgrade machen. Das ist auch nicht so wichtig, weil durch die Sentinel-Level selber ist ja hier auch überall ein Multiplikator dazugekommen. Das heißt, jetzt kann ich mir noch überlegen, den Autotransfer-Timer werde ich jetzt, obwohl ich ihn jetzt angefangen habe zu nutzen, nicht weiter aufleveln, weil er inzwischen eine ausreichende Bandbreite hat. Mal gucken. Das heißt, ich komme jetzt hier auf 33 Minuten runter und mal gucken, bevor der nicht bei 2 Stunden oder sowas eine Durchlaufzeit hat, werde ich den eh nicht verwenden. Das heißt, bis dahin bleibt er jetzt eh erstmal aus. Und ja, das Postman-Protokoll wäre natürlich noch interessant, noch mehr Boni, aber die sind jetzt eben auch schon gestiegen, allein durch den Sentinel-Upgrade. Das heißt, ich werde hier auch noch weiter auf Cargo setzen und werde da auf jeden Fall noch ein bisschen den Bonus starten. Das Starting Cargo werde ich mal noch ein bisschen anheben, auch wenn mir das jetzt natürlich hier keinen großen Effekt mehr hat, leider. Das ist natürlich schade, dass das dann nicht direkt irgendeine Auswirkung hat und man kann es im Endeffekt auch erst jetzt wieder resetten. So, damit ich dann beim nächsten Mal die Boni bekomme. So, Starting Features kann ich noch eins und Sentinel Weapons kann ich auch noch eins. Dann spare ich mir zumindest die kaufen zu müssen. Und noch ein Upgrade hierfür, dass die Preise ein bisschen weniger werden. So, MP. Achso, da kann ich jetzt mal schauen. Das hätte ich natürlich früher noch mal gucken können. Weil da kommt natürlich dann auch nochmal ein Bonus, das heißt da plus 5%, mal gucken, wird es dir direkt angezeigt. 7,35 für 5% Bonus ist das schon ganz ordentlich, weil es war vorher eigentlich nur bei 5,5 und da werde ich sicherlich beim nächsten Mal noch ein bisschen investieren, aber die sind eh relativ teuer. So, Primer-Schaefer-Protokoll ist eh komplett, das heißt mal gucken, dann machen wir das Starting Cargo noch ein Level mehr. Und dann sind die Sentinel Points auch alle soweit ausgegeben. Und jetzt heißt es halt wieder von Anfang an hier aufzuleveln, beziehungsweise anzufangen. Genau, hier kann ich jetzt eh nichts kaufen, weil die sind natürlich jetzt schon alle aktiviert. Also bis 21 oder beziehungsweise bis 24 habe ich jetzt schon die Sachen verfügbar. Und jetzt muss ich mir überlegen, okay, was mache ich davon? Also natürlich erstmal hier den Autobuy aktivieren. Der wird natürlich gleich ausgeblendet, weil ich jetzt das Show Max deaktiviert habe. Das lasse ich jetzt nochmal drin. Und hier dann, okay, 5 kann ich maximal auf einmal kaufen, dass der einfach hier anfängt, für mich zu arbeiten und tätig zu werden. Während das Ganze hier ja eigentlich schon ganz gut von alleine gelaufen ist. Was machst du im Moment? Okay, hier scheint der Sektor-Reset noch irgendwas nicht genau gepasst zu haben. Weil ich bin mir im Moment nicht sicher, ob er tatsächlich die Sektoren bewegt. Mal gucken, hat er jetzt hier... Starting-Sektor ist jetzt E1. Weil ich habe ja hier eh keine Möglichkeit oder noch kein weiteres Upgrade gekauft. Starting-Sentinel-Sektor hatte ich jetzt auf 1000. Das ist natürlich ein bisschen zu hoch. Oder auch nicht. Okay, also jetzt kommt er weiter. Also deswegen ist er natürlich bei Level 1000 gelandet. Und dazu muss er jetzt einfach mal ein bisschen mehr Upgrades hier kaufen, damit er da natürlich die Damage zusammenbekommt. Und ich hier das ganze Zeug hier manuell noch dazu kaufe.
Das wird zum Glück dann relativ schnell nach dem ersten Reset, denke ich, sich dann auflösen. Weil sobald ich jetzt hier in den Bereich gekommen bin, der mir dann ordentlich Cargos bringt, dann muss ich das Ganze hier nicht mehr manuell machen, sondern dann kann ich schnell die Autobuy-Funktion wieder aktivieren. Also erstmal das aktivieren, das ganze andere aktivieren und natürlich den Quick Cooldown und damit gleich noch einige Cargos zur Verfügung gestellt. So, habe ich hier jetzt gleich noch Autobuy Use Adrenalin Rush. 172 ist natürlich ein bisschen viel, aber hier kann ich die AB-Levels auf jeden Fall schon mal hochsetzen, dass er da mehr kaufen kann. Und gut, das lassen wir erstmal so stehen. Ich brauche jetzt natürlich noch Money und DPS-Bonus. Aber gucken, was ich noch an Cargo. Also das ist im Moment das Einzige, was an Cargo-Bonus dazu ist. Achso, das ist das, was alle 5 Sektoren oder alle 20 Sektoren dazu kommt. Werde ich das mal noch ein bisschen anheben, damit da gleich schon mal ein bisschen mehr zusammenkommt. Und ansonsten den Rest halt in DPS investieren, weil die haben ja eben dieses einfache Formular mit 1 pro Level. Oder halt, das ändert sich nicht. Das heißt, da kann ich hier natürlich ordentlich einen Bonus drauflegen. Das war es jetzt auch schon soweit. Der Start ist, wie gesagt, immer ziemlich einfach. Da gibt es nicht viel zu tun. Und bis das jetzt durchgelaufen ist, das dauert eine Weile. Auf jeden Fall noch ein Hinweis dazu, wie am besten das Quacking Timer Protokoll jetzt tatsächlich anzuwenden ist, nachdem ich ja jetzt in Bereiche gekommen bin, wie es funktioniert hat. Ihr solltet darauf achten in den Statistiken, dass ihr schaut, okay, wo startet ihr im Moment, was ist euer Max Completed Sektor und natürlich hier, jetzt sind natürlich die Zahlen hier schon zurückgesetzt, mal gucken, das hier, hier habt ihr die Informationen dann den aktuellen Transfer Distance Bonus und das, was maximal als Bonus möglich ist, 513 und da solltet ihr halt einfach dann ein bisschen drauf achten, okay, wann habt ihr den Maximalwert erreicht und ist das innerhalb der Zeit möglich, den ihr aktuell hier beim Quacking Timer Protokoll einstellen könnt. Also wenn ich das jetzt aktiviere, habe ich eben zwischen 33 Minuten und 177 Minuten die Möglichkeit, das einzustellen und kann dann hier einfach individuell anpassen. Und das Wichtige weiterhin, wenn ihr das Spiel schließt und gerade irgendein Reset hattet oder so weiter, dann natürlich den Timer am besten ausschalten, damit, wenn ihr das Spiel wieder startet, auf jeden Fall überprüfen könnt, ob der Bonus, der hier erreicht werden kann, auch schon auf Maximum erreicht ist, um dann eventuell auch noch den Maximalbonus von Duration dann einzusammeln. Der liegt im Moment nur bei 15, aber ich denke, der Reset wird hier sehr viel früher stattfinden. Im Moment ist es zwar noch ein bisschen langsam, also kein Instant Kill, aber ich denke, ab Level 100, glaube ich, fängt der Bonus an. Ja, das wird auf jeden Fall dann schon ganz gut helfen. Genau, da ist jetzt der erste Bonus zusammengekommen, der halt mit diesen Level 20 Strukturen einfach zusammenhängt. Was anderes, was noch wichtig ist, neben dem Quacking Timer Protokoll, es gab jetzt auch noch den Startsektor. Ich weiß gar nicht, wo eigentlich der Startsektor von dem Sentinel-Programm herkommt. Auf jeden Fall eben hier dann auch darauf zu achten, dass ihr natürlich da nicht zu hoch einsteigt. Und das andere ist noch, hier habe ich jetzt auch umgeschaltet von Prozentwerten, weil das Problem ist, dass die bei den Prozentwerten auch immer weiter mitklettern. Im Vergleich dazu, dass natürlich der exakte Wert dann hier einzutragen ist. Da müsst ihr dann, wenn ihr auf den exakten Werten, also nicht das Prozentwert genommen habt, dann müsst ihr parallel dran denken, wenn ihr die entsprechende, mal gucken, Starting-Sektor. Okay, ist noch nichts freigeschaltet. Dann gucken wir mal hier. Da kommt das erste El Cargo. Das ist dann natürlich das, was mich am ehesten interessiert. Genau, hier ist der Starting-Sektor. Das heißt, wenn ihr die dann nach und nach weiter auflevelt, dann ändert sich der Wert natürlich nicht. Außer ihr verwendet Prozent, dann geht er immer weiter mit hoch.
Aber im Moment war es für mich dann sinnvoll, natürlich hier auf den festen Wert einzusteigen, vor allen Dingen, um das kontrolliert runterzusetzen, nachdem ich nicht mehr mit dem Maximal-Starting-Sektor arbeiten wollte, weil ich sonst meinen Maximalbonus nicht erreicht hätte. Aber soweit jedenfalls jetzt eben von Sentinel Level 3 auf Sentinel Level 5 mit etlichen weiteren Upgrades, vor allen Dingen das Prime-Schäfer-Protokoll. Also ich bin sehr gespannt, wie das beschleunigt und auch ob ich jetzt mit den weiteren Boni aktuell in der Lage bin, dann von den 270, 280, wo ich ja jetzt zuletzt noch eingekauft habe, einen deutlich höheren Exponenten zu fahren. Weil ich hatte jetzt auch Exponent hoch 12 zumindest. Das heißt, ich könnte auch nach und nach, gut, manche sind da relativ teuer, die kosten deutlich mehr, was das Maximallevel angeht, obwohl hier dann niedrigere auftauchen, weil die halt dann nicht so viele Level haben. Also hier, das hat gerade mal 1000 Level und deswegen ist es relativ gering, was der Gesamt-Unlock-Preis ausmacht. Selbst die niedrigen Level hier haben teilweise sehr, sehr hohe Preise, um die auf das Maximum zu bringen. Wobei, das kann eigentlich nicht stimmen. Da stimmt irgendeine Kalkulation nicht. Okay, aber egal, auf jeden Fall bin ich gespannt, ob dann ich bis zur Final Solution, bis Level 360 komme und mal sehen, wie viele weitere Features tatsächlich bis dahin wieder dazukommen, wie weit ich dann tatsächlich eine größere Exponentensprung schaffe jetzt, um dann deutlich weiterzukommen und weitere Features und Sachen aktiv nutzen zu können. Ja, da habe ich jetzt schon wieder die 1600 zusammen. Da kann ich gleich noch ein bisschen meine Multiplikatoren für den Cargo noch mal pushen. Zumindest zwei kann ich noch ausbauen. Und damit dann für heute der Abschluss für Transport Defender erstmal. Das lang ersehnte Sentinel Reset bis Stufe 5. Und mal sehen, wie es dann jetzt weitergeht mit den weiteren Upgrades und wie viel das hier natürlich pusht, dass ich dann nicht mehr mit 40 Minuten, sondern tatsächlich noch deutlich schneller diese Maximalboni dann später erreiche für den Sektor Progress. Also bis zum nächsten Mal bei Transport Defender und weiter zum nächsten.